Welche Erfahrungen mit der Hausarbeit hast du denn in Schapen, in deiner Nachbarschaft oder auch in deiner Familie? Hat es in deiner Familie dadurch noch verstärkt Gespräche gegeben oder konntest du auf das aufbauen, was du schon alles erfahren hast? Doch, es hat alles ziemlich aktiviert, will ich mal so behaupten. Ja. Wurde dann viel drüber gesprochen, auch in meiner Nachbarschaft, wo ich auch ein wenig Recherchearbeit dann geleistet Ja, habe. ja. Ja, kam das natürlich wieder auf und ja, somit hat man hat sich eben mehr damit beschäftigt. Ja. Wie jetzt kam es ja dazu, und das hat mich ja erst auf dich gebracht, aufmerksam gemacht. Es entstand daraus ein Aufsatz im Heimatjahrbuch des Kreises Steinfurt. Ja? Oder des Kreis Heimat. Kreisheimatbundes. Ja. Wie kam es dazu? Ich hatte mit einem Geschichtslehrer darüber gesprochen, den ich vorher in der Sekundarstufe im Unterricht hatte. Und er fand das Thema sehr interessant, hat sich dann erkundigt, ob er die Facharbeit aus dem Archiv nehmen dürfte und sich die mal anschauen könnte. Und ja, er hat dann beschlossen, dass dies wohl eine sehr interessante und gelungene Arbeit sei und man die doch einschicken könnte. Falsch machen kann man dabei ja nichts. Und also die Redaktion hat sich die dann angeguckt, hat sich wieder gemeldet und hat gefragt, ob die sie wirklich veröffentlichen dürfen. Und so ist das eigentlich dazu gekommen. Das ist aber der Aufsatz in diesem Jahrbuch ist aber eine Einkürzung deiner Semesterarbeit beziehungsweise deiner Jahrgangsarbeit. Genau. Oder ist ja Also das ist nur ein... eine Zusammenfassung, oder? Genau, es ist eine Zusammenfassung aus meiner Arbeit, die von der Redaktion selbst geschrieben wurde und Die hat man dir dann vorgelegt und dann hast du das genau. abgesegnet, ja. Genau. Ich habe das dann per Post zugeschickt bekommen, Ja. musste das nochmal schriftlich absegnen, ob das wirklich so in Ordnung ist. Ja. Dann musste ich noch ein paar Bilder dazu raussuchen und dann haben die es auch so Ist veröffentlicht. dann in die Endredaktion gegangen und wurde so veröffentlicht. Genau. Die Resonanz darauf im Dorf, auf deinen Ja, Aufsatz. ich wurde natürlich viel darauf angesprochen, gerade die älteren Leute oder auch im Heimatverein, die sich für Heimatgeschichte interessieren, haben mich darauf angesprochen und haben mich oft gebeten, ihnen doch die Originalfacharbeit als Kopie auszuhändigen. Ja, das war im Dorf und bei deinen Gleichaltrigen hat das auch dann, nachdem das veröffentlicht wurde, viele lesen ja dieses Heimatbuch gar nicht, aber hast du auch bei den Gleichaltrigen dann Resonanz nach dieser Veröffentlichung erfahren? Nein, also ich glaube auch, dass die wenigsten, wie Sie schon behaupteten, das lesen und das so wirklich mitbekommen haben. Ja. Wenn du jetzt abschließend diese Veröffentlichung betrachtest, hat sie dich auch in deinem persönlichen Vorankommen bestätigt? Hat sie dir was gegeben? Ja, also es war natürlich eine sehr positive Resonanz zu der Arbeit, die ich Ja. geleistet hatte und geschrieben hatte. Und ja, das freut einen natürlich, ne, Ja. wenn du so eine Resonanz bekommst. Und somit hat mich das schon gestärkt.